Ecstasy A&E Exane. Wir sind wieder da. Hoffentlich diesmal ohne ständige Bildzusammenbrüche. Frame-Einbrüche. Es gibt kaum was Schlimmeres für einen Let's Player. Los geht's, reden wir mit der Crew. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, guter Zeitpunkt sogar. Ausgezeichnet. Habe Durchbruch erzielt. Kann Ergebnisse mitteilen, während die nächsten Proben wachsen. Hasse es, die Analyse der Kulturen abzuwarten. Dauert immer zu lange. Kenne Ergebnis meist schon vorher. Also nur noch Bestätigung. Worum muss geht? Sorgfältig vorgehen. Schweife ab. Entdeckung. Kann anhand der Verbindung Proteaner-Kollektoren-Technologie untersuchen. Modifikationen der Reaper-Spezies auflisten. Untergang der Proteaner. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Frühe Stufen ähneln Indoktrination. Vermute gefangene Proteaner verloren über mehrere Klongenerationen Intelligenz. Kybernetische Veränderung danach weit verbreitet. Nach Scheitern der Proteaner fügten die Reaper zum Ausgleich Tech hinzu. Mentale Fähigkeiten kaum noch vorhanden. Ersetzt durch überarbeiteten Input und Transport der sensorischen Daten. Übermitteln Daten an ihre Herren und Meister. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Nein. Drüsen durch Tech ersetzt. Verdauungssystem durch Tech ersetzt. Seele durch Tech ersetzt. Was Sie auch waren, es ist für immer fort. Verstehen Sie jetzt? Keine Kunst, keine Kultur. Mehr Husks als Sklaven. Werkzeuge der Reapers. Oh mein Gott, das sind Teenager geworden. Kollektoren sind die endgültige Provokation. Müssen zerstört werden. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch mehr Motivation brauchen, um die Kollektoren aufzuhalten. Begrüße die Herausforderung. Sah Notwendigkeit des Angriffs auf Kollektoren nach solche auf Omega. Ihr Werk, meine Leute. Schwer, zwei Armeen gut zu finden. Eine gewinnt, eine verliert. Danach gibt es immer viel Arbeit. Habe jetzt mehr Kontext. Erkenne, was die Kollektoren sind. Habe vorher aber nicht nach anderer Arbeit gesucht. Das meinte ich nicht. Bin aber jetzt mit dem Herzen dabei. Werde sie nicht im Stich lassen. Das freut mich. Sie sagten, die Kollektoren hätten keine Kunst. Ich hatte keine Ahnung, dass ihnen daran überhaupt etwas liegt. Persönliches Interesse vernachlässigbar. Hab ein bisschen gesungen. Multispezies-Aufführungen zu kulturellen Studienzwecken. Gilbert und Sullivan musste immer die Pater-Songs übernehmen. Oh mein Gott. Zurück zum Thema. Künstlerischer Ausdruck spiegelt philosophische Evolution wider. Interesse an Wachstum, Perspektive, Beobachtung, Interpretation. Vermute, auf Kollektorenbasis gibt es keine Kunst, sind kulturell tot. Werkzeuge der Reaper, schlimmer als die Geth. Tut mir leid, ich weiß, dass das wichtig war, aber Sie haben Gilbert und Sullivan aufgeführt? Der Gesichtsausdruck passt. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer für die Spezies Torianer, Asari Batarianer. Ich bin ziemlich gut in Genetik, das gehört zur Biologie, denn ich bin ein Experte, ich weiß, das ist eine Tautologie. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Hikrohogane. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer. Der Gesichtsausdruck passt. Shepard, du spielst mich perfekt wieder. Was stört Sie an den Modifikationen der Kollektoren so sehr? Sie stören das soziotechnologische Gleichgewicht. Wissenschaftlicher Fortschritt bedeutet immer, dass Intelligenz vorhandene Beschränkungen überwindet. Kann Last nicht tragen, erfinde darum Rad. Kann Nahrung nicht fangen, erfinde darum Speer. Beschränkungen. Keine Beschränkungen, kein Fortschritt. Kein Fortschritt, Kultur stagniert. Gilt auch andersherum. Fortschritt vor Kultur ist ebenso katastrophal. Sah es bei den Kroganern, wurden von Salarianern unterstützt. Katastrophe. Unsere Schuld. Sie geben den Salarianern die Schuld an dem, was die Kroganer getan haben? Ja. Höhlenbewohnern gibt man keine Atombombe. Die Kroganer waren nicht bereit für die Raumfahrt und den technologischen Fortschritt. Die Kroganer hätten sich alleine entwickeln sollen, mit ihren Aggressionen umgehen lernen, langsam für die Verantwortung neuer Tech bereit werden. Stattdessen kamen die Salarianer, haben Kultur der Kroganer gestört, haben Kroganer als Waffe gegen die Rachni eingesetzt. Kurzsichtig. Dumm. Wenn Sie das so sehen, wieso haben Sie dann an der Modifikation der Genophage gearbeitet? Wie besprochen. Beste Option. Das oder alle töten. Wäre ich beim ersten Kontakt dabei gewesen, hätte ich dagegen argumentiert. War ich aber nicht. Kann nur jetzt mein Möglichstes tun. Na denn? Danke, dass Sie mir Ihre Erkenntnisse mitgeteilt haben, Morlin. Bin stolz darauf, hier zu sein, Shepard. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. No problema. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Klingt gut. Ich könnte ein wenig Freizeit vertragen. Irgendwas ist ja immer, stimmt's? Mhm. So wie manche reden, könnte man meinen, wir wären bereits tot. Es ist schwer für eine Crew, sich bei so einem Job zu entspannen. Das Schiff braucht eine Bar. Wohl wahr. Die nächste Normandy kriegt eine Lounge. Hoffentlich müssen die das nicht nochmal machen. Alles wieder neu zu bauen, war eine höllisch anstrengende Nummer. Das kann ich bestätigen. Ja.
Ich wette, dass sie das können. Wenn wir versagen, glaube ich nicht, dass jemand die Kohle springen lässt, um mich wieder zusammenzuflicken. Schon harter Job war, Shepard, zu den Guten zu gehören. Ja, du hast ja gar keine Ahnung. Es wäre nicht der richtige Weg, wenn es leicht wäre. Man stelle sich mal vor, dass alle, die jetzt auf unseren Sieg hoffen, sich erheben würden. Dann müssten die Kollektoren eine weitaus größere Schlacht schlagen. Schießen. Wie auch immer. Ich wette, wir haben jede Menge neue Freunde, wenn wir siegen. Hoffentlich erleben wir das noch. Ich hab's vernommen. Wie auch immer, ich muss zurück an die Arbeit. War schön, mit Ihnen zu reden. Sehr persönliches Gespräch wieder. Super. Ja, geht aus. Noch irgendwas? Und Grant, was gibt's bei dir Neues? Shepard. Es geht das schon. Können wir jetzt, oder? So. Wissen Sie aus den Bildern im... Nicht, dass ich wüsste. Ich bin kein Tech. Viel Spaß mit dem, was Sie haben. Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich erweitere meinen Horizont und habe jetzt eine Liste meiner Feinde. Ich stelle mir vor, welchen Spaß es machen wird, sie alle aufzuschneiden und zu zerschmettern. Ich habe da dieses eine Bild von einem Salarianer vor Augen. Dieses, wie heißt das Ding auf dem Kopf, ist aufgerissen. Ich wette, dafür wurde eine ganze Generation lang Rache geübt. Aber für die sind das ja nur ein paar Wochen. Also, was wollten Sie? Wissen Sie, ich dachte, die Verbindung zu Ihrer Vergangenheit würde für Stabilität sorgen. Sehen Sie, langsam wird's lustig. Ich erinnere mich an gute Todesfälle und Sie machen diese ulkige Menschennummer. Meine Aufgabe ist Zerstörung. Für Richtung und Kontrolle sind Sie zuständig, Kampfmeister. Wegen Ihnen bin ich ein Soldat und keine Leiche oder ein tollwütiges Tier. Danke, Shepard. Sie haben mir eine Aufgabe gegeben. Und jetzt besorgen Sie mir bitte was Großes zum Töten. Das wird nicht das Problem sein. Was hat denn der Rechner jetzt schon für Probleme? Die fragmentiert ihr im Hintergrund oder was? Hi, Tali. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Sicher, lassen Sie mich nur schnell... Komm schon, du kleiner Bastard. Oh, Verzeihung. Ich habe ein bisschen Fieber und lasse es jetzt an dem armen Antriebskern aus. Keine Sorge, es ist nichts Ernstes. Ich war bei der Anzugreparatur unvorsichtig. Sie sind krank? Brauchen Sie Hilfe? Oder Bettruhe? Wirklich, ist halb so viel. Wenn uns eine entlaufene Bakterie umbringen könnte, wären wir schon längst alle tot. Das Fieber ist in ein, zwei Tagen wieder weg. Keine Sorge. Es wird meine Leistung bei der Mission nicht beeinträchtigen. Eigentlich ist es nicht mal eine Krankheit. Wir machen da in Wahrheit eine akute allergische Reaktion durch. Wie läuft die Krankheit genau ab? Ist es eine allergische Reaktion? Ja. Nehmen wir an, ich werde einer Krankheit der Menschen ausgesetzt. So wie... Was hatte Navigator Presley damals? Windpocken? Ich würde keine Windpocken bekommen. Aber die Reaktion meines Systems auf die Eindringlinge wäre hohes Fieber. Je nachdem, wo es mich trifft, sind auch andere Symptome möglich. Übelkeit, Erbrechen. Alles, was man halt so hat, wenn man krank ist. Solange du mit dem Anzug hindurch kriegst, ist die Welt in Ordnung. Wie sind Sie diesmal krank geworden? Ich wurde bei dem Kampf auf der Alarai getroffen. Nichts Schlimmes, aber ich musste meinen Anzug öffnen, um die Wunde zu untersuchen. Ich habe alles korrekt desinfiziert, aber eines der Abschnittssiegel war beschädigt und Fremdkörper konnten die desinfizierte Zone verlassen. Es war ein dummer Fehler. Vor einer lokalen Behandlung überprüft man immer seine Siegel. Außer man vergisst es. Natürlich, das dann kriegt mach man ich so auch. Ein verdammtes Fieber. Genau so. Sie können Teile Ihres Anzugs abschotten? Ja, so ähnlich wie Notfalltüren bei einem Schiff, wenn die Hülle durchschlagen wird. Eine Infektion im Blutkreislauf fällt das zwar nicht auf, aber eine Oberflächeninfektion kann sich dann nicht ausbreiten. Also das mit dem spontanen... Lassen wir es. Waren Ihre Immunsysteme stärker, bevor die Geth Sie von Ihrer Heimatwelt vertrieben haben? Bestimmt nicht so stark wie die von anderen Spezies. Ich bin zwar keine Biologin, aber es gibt darüber eine Theorie.
Weil es auf unserem Planeten keine Insekten gab, gingen die Pflanzen Symbiosen mit größeren Tieren ein, um ihre Samen oder Pollen zu verbreiten. Könnten wir über was anderes reden? Die meisten Viren auf unserer Welt waren zumindest teilweise nützlich, also war unser Immunsystem ohnehin schwach entwickelt. Mhm. Es passte sich einer Kontaminierung eher an, als sie zu bekämpfen. Aber Quarianer haben doch andere Welten kolonisiert. Sie können also nicht alle so gewesen sein. Waren sie auch nicht. Die meisten Kolonisten machten eine Phase mit leichten Krankheiten durch, bis sie sich an ihre neue Umgebung angepasst hatten. Als die Geth die Heimatwelt und unsere Kolonien übernahmen, sorgte die sterile Umgebung der Flottille dafür, dass unser Immunsystem seine Anpassungsfähigkeit verlor. Selbst wenn wir eine neue Welt kolonisieren oder unsere eigene zurückerobern würden, wären langwierige biotechnische Prozesse nötig, bis wir uns wieder erholt hätten. Das ist unangenehm, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in einem Anzug leben könnte. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen. Geht's mir so oder wird hier die Thematik immer deutlicher? Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Sie wissen, was ich meine. Hat sie uns gerade gestanden, dass sie Jungfrau ist? Gut, wenn man den Anzug und Krankheiten und so berücksichtigt, ist das bei denen nur ein bisschen ernster. Mann, und ich habe schon Schwierigkeiten mal auf... was? Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ich weiß, das heißt, ich weiß es nicht, aber so habe ich das nicht gemeint. Es ist, wow, ziemlich heiß hier drin. Es ist nur so, dass es traditionell auch die Bereitschaft signalisiert für Intimitäten. Ich wollte nicht... Es ist nicht immer so. Eher... Wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema? Ja, das wüsste ich auch gerne. Moment mal. Das klingt ja, als würden Sie da etwas vorschlagen, Tali. Was könnte ich denn wohl vorschlagen? Ich meine, als junge Frau, die von einem tollkühnen Commander gerettet wird, der sie dann in seine Crew aufnimmt und sich anschickt, die Galaxie zu retten? Wie könnte sie wohl irgendeine Form von Interesse an ihm entwickeln? Wenn du es so sagst. Ihnen muss überhaupt nichts peinlich sein, Tali. Ich hege ähnliche Gefühle für Sie. Wirklich? Ich dachte nicht... Sie haben nie... Ja, gut. Wie auch immer, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber danke für den Besuch und das Gespräch. Wow, ist die durch den Wind. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, dasselbe Gespräch mit anderem Background und anderer Wortwahl. Hey. Hey. Was ist los? Sie haben jede Menge Fragen, stimmt's? Ich vermisse Ihr freundliches Wesen, wenn Sie nicht in der Nähe sind. Ich habe nachgedacht. Wir haben gemeinsam schon viel Scheiße durchgestanden. Und immer wieder kommen Sie her, um mit mir zu reden. Shepard, empfinden Sie was für mich? So eine Komplikation könnte ich nämlich gar nicht brauchen. Ach ja, wollen wir mal den richtig problematischen Weg gehen? Na klar. Ne? Ja, das macht Ihnen zu schaffen, richtig? Lassen Sie mich allein, Shepard, ich will das nicht. Sie lügen. Erzählen Sie mir nicht, was ich empfinde. Ich kenne das alles schon und weiß, was ich brauche. Für mich. Gehen Sie. Ich will, dass Sie mich eine Weile nicht mehr besuchen. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite. Das muss einfach nochmal sein. Shepard. Ich wollte nur mal nach Ihnen sehen. Es ist mir immer eine Freude, mit Ihnen zu reden. Ich würde gerne mehr über die Asari-Justikarinnen erfahren. Sehr bequem. Wir nehmen einen besonderen Platz in der Asari-Kultur ein. Justikarinnen stammen aus einem anderen Zeitalter. Junge Asari sehen sich Videos über unsere Abenteuer an. Natürlich alles reine Fiktion. Manche Asari schätzen uns nicht sehr, aber es gibt so wenige Justikarinnen, dass die wenigsten schon mal eine getroffen haben. Es gibt nur wenige Justikarinnen?
Nur wenige Asari sind zu den Opfern bereit, die man bringen muss, um eine von uns zu werden. Und die Verlustrate während der Ausbildung ist ziemlich hoch. Es ist ein Leben in ständiger Gefahr. In der gesamten Galaxie gibt es gleichzeitig immer nur eine Handvoll von uns. Warum sollte irgendjemand Justikarin werden wollen? Das hat meist sehr persönliche Gründe. Und manchmal ist der härteste Weg der einzig ehrliche. Dieser Kodex der Justikarinnen scheint für ihr Leben eine zentrale Bedeutung zu haben. Er besteht aus 5000 Sutren und deckt jede nur vorstellbare Situation ab. Ich kenne jedes Wort auswendig. Gottes Willen. Es gibt nur den Kodex. Manchmal verlangt die Gerechtigkeit nach Gnade. Es geht dabei nicht um spirituelle Erleuchtung, sondern darum, die Bösen zu bestrafen und die Unschuldigen zu beschützen. Naja. Die Asari, mit denen ich gesprochen habe, hatten unterschiedliche Meinungen über Justikarinnen. Heute sehen alle das Leben in unzähligen Grauschattierungen. Der Kodex der Justikarinnen ist strikt schwarz-weiß. Manche sehen in mir eine Heldin, aber falls nötig, würde ich jeden davon töten. Welche Rolle haben Justikarinnen Ihrer Ansicht nach in der Asari-Gesellschaft? Ich würde sagen, das vergleichbarste Äquivalent bei den Menschen sind die fahrenden Ritter aus ihrem Mittelalter, gemischt mit einem Schuss Samurai. Ah ja. Was sagt Ihr Kodex über das Töten? Dass ich Übeltäter töten soll. Eine Justikarin kommt erst ins Spiel, wenn friedliche Lösungen längst keine Option mehr sind. Das klingt, als wäre Töten völlig normal. Ich erinnere mich an jedes Wesen, das ich erschlagen habe. Sie sind alle in meinen Gedanken. Sie kennen fahrende Ritter und Samurai? Sobald ich wusste, dass ich das Gebiet der Asari wieder verlassen musste, habe ich die Geschichte und die Moral neuer Spezies studiert. Als ich in meiner jungfräulichen Phase die Galaxie durchstreift habe, gab es dort noch keine Menschen. Was haben Ihnen Ihre Studien über uns verraten? Sie legen mehr Wert auf Individualität als jede andere Spezies, der ich bisher begegnet bin. Wenn drei Menschen in einem Zimmer sind, gibt es 6 Meinungen. Ich mag Ihre Spezies und bin neugierig, was sie noch alles tun wird. Verbietet der Kodex Liebesbeziehungen? Nein, allerdings wäre ich an so etwas nicht interessiert. Mit dem Teil meines Lebens habe ich abgeschlossen. Sie könnten jemanden treffen, der in Ihnen solche Wünsche wieder weckt. Ich bin fast 1000 Jahre alt. Ich kenne mich und meine Wünsche. Aber danke für die Nachfrage. Ja, war nicht so wert. Ich muss jetzt gehen. Ciao. Vielen Dank für das Gespräch. Brauchen Sie etwas? Was gibt's beim alten Zane? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Wenn Sie wollen. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie über ein vergangenes Ereignis gesprochen, als würden Sie es gerade beobachten. Drell haben das perfekte Gedächtnis. Wir können jeden Augenblick unseres Lebens in völliger Klarheit abrufen. Es ist manchmal schwer zu kontrollieren. Manche von uns tauchen ab in... nennen wir es Solipsismus. Was meinen Sie mit Solipsismus? Wenn eine Erinnerung sich so real anfühlt wie das Leben, ist sie auch genauso wertvoll. Der Gedanke an einen Augenblick bringt den Geruch frisch gemähten Grases zurück, die Wärme einer Hand auf der ihren, den Geschmack einer fremden Zunge in ihrem Mund. Ist es nicht besser, sich in einer solchen Erinnerung zu verlieren, als die Nacht allein zu verbringen und die Wände könnten aus dem wir beide bitte nicht so ein Gespräch führen? Besteht nicht auch das Risiko, sich in schlechten Erinnerungen zu verlieren? Natürlich. Sich an die Kugeln zu erinnern, die man eingefangen hat, ist unangenehm. Aber ein Blick auf mein Knie zeigt mir, dass es nicht zerschmettert ist. Die Erinnerungen, denen man am schwersten entkommt, sind die voller Verzweiflung. Ist das nicht eine zu private Erinnerung, um darüber zu reden? Verzeihung. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mein Leben Revue passieren zu lassen. Es war nicht meine Absicht, dass Sie sich unwohl fühlen. Erinnern Sie sich an alles, was in Ihrem Leben geschehen ist? Aber nicht doch. Fast. Und wenn wir uns an das Geburtstrauma auch noch erinnern würden, kämen wir vermutlich nie darüber weg. Können Sie jedes Ihrer Attentate nochmal erleben? In allen Einzelheiten. Mit jedem meiner Fehler. Mit jedem letzten Atemzug der Zielperson. Nett. Das stelle ich mir schwierig vor. Jederzeit die eigene Schuld noch einmal erleben zu können. Schuld? Nein. Ich habe bei meinen Aufträgen niemals Schuldgefühle gehabt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Mein Körper war dabei lediglich ihr Werkzeug. Wenn sie jemanden erschießen, ist dann ihre Waffe dafür verantwortlich? Ich habe nur Befehle ausgeführt. Meine Waffe kann richtig und falsch nicht unterscheiden. Sie können das offensichtlich schon. Meine Seele kann es.
aber mein Körper ist nur Fleisch. Fleisch, dessen Reflexe für das Töten optimiert wurden. Der Drell-Verstand arbeitet anders als der von Menschen. Wir betrachten unseren Körper als Gefäß und akzeptieren, dass wir ihn nicht immer unter Kontrolle haben. Sie übernehmen also für Ihre Taten keinerlei Verantwortung? Nicht jede Tat meines Körpers ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Für gewollte Handlungen übernehme ich natürlich die Verantwortung. Viele Menschen glauben an eine Trennung von Körper und Seele. Letztere ist eine Erscheinung, die für Moral zuständig ist und nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Wir fassen das Ganze nur etwas wörtlicher auf. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie sich an eins Ihrer Attentate erinnert. Mit Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs. Das. Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Gewürze im Frühlingswind. Augen wie der Sonnenuntergang im Visier. Voller Trotz. Eine Passantin bemerkte den Laser und warf sich zwischen mich und die Zielperson. Sie konnte mich nicht sehen. Aber ihr Blick warf mich um. Es war seltsam, wie das so aus ihnen rauskam. Nur eine weitere lebhafte Dread? Nicht, nein. Sie war eine lebhafte Person. Haben Sie geschossen? Nicht an jenem Tag. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern. Shepard, ich weiß unsere Gespräche wirklich zu schätzen. Sie haben in Ihrem Leben sehr viel Zeit alleine verbracht, Thane. Die Arbeit hat mich ausgefüllt. Ich habe gelesen. Und außerhalb meiner Familie mit kaum jemandem gesprochen. Es sieht so aus, als würde nach meinem Tod niemand um mich trauern. Sie sind seit 10 Jahren der Erste, mit dem ich Freundschaft schließe. Der Rest von uns verliert genauso viel wie Sie, wenn Sie sich immer absondern. Es ist schwer für mich, beim Essen im Speisesaal des Schiffes zu sitzen. Ich bin daran gewöhnt, dass ich eine Wand im Rücken habe, mit Blick auf die Türen. Ich versuche, mich zu entspannen, meine Mitte zu finden. Ned, mach das. Hier ist was los. Danke, Commander. Rupert hat die neuen Vorräte optimal verarbeitet. Also. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich hätte sowieso auch das Gespräch gesucht. Na so. Die Schuhe. Das Outfit. Das Outfit. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie seien der Aufgabe nicht wirklich gewachsen. Ich hab mich wohl geirrt. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich bisher gesehen habe, hätte Cerberus Sie schon viel früher rekrutieren sollen. Ach, du hast mich von den Toten auferstehen lassen. Da bin ich doch nicht böse. Ich vertraue Ihnen, aber Cerberus nicht. Ihre Experimente überschreiten die Grenze. Richtig, und zwar ständig. Aber ich erinnere mich an einen Spectre, der bei der Jagd auf Saren und die Geth auch ein paar Grenzen überschritten hat. Nie. Und wir können von Glück sagen, dass wir sie haben. Viele schließen sich aus reiner Xenophobie an. Wir brauchen mehr Leute, die aus den richtigen Gründen hier sind. Was wollte Cerberus durch Experimente an Kindern wie Jack beweisen? Es war ein Fehler, keine Frage. Aber nicht meiner. Und außerdem wurde er korrigiert, sobald wir das Ausmaß der Experimente erkannt hatten. Ich habe vor Jahren ihre Basen gesehen. Sie haben aus Rachni, Torianischen Creepern und sogar Husks eine eigene Armee geformt. Die Husks waren bereits tot. Die Torianischen Kreaturen hatten keinen Verstand. Und die Rachni wurden freigelassen, sobald wir ihre Intelligenz erkannt hatten. Wir haben keine Armee herangezüchtet, sondern entbehrliche Stoßtrupps für besonders riskante Einsätze. Also. Wie viele Soldaten sind bei Sarens Angriff auf Eden Prime gefallen? Wie viele hätten überlebt, wenn wir nur ein Dutzend Drachni auf unserer Seite gehabt hätten? Guter Punkt. Bei Ihrer Intelligenz könnten Sie jeden Job kriegen, den Sie haben wollen. Warum sind Sie hier? Weil ich Morden noch immer um seine Zeit bei der Special Task Group beneide. Um die Zusammenarbeit mit den Leuten seines Kalibers. Cerberus sagt mir nie, dass etwas unmöglich ist. Sie geben mir die Ressourcen und sagen, machen Sie. Und Ihnen hat man sogar noch mehr gegeben. Ein neues Leben, ein neues Schiff. Die persönliche Aufmerksamkeit des Unbekannten.
Das Beste, was er getan hat, war, sie in meine Truppe zu stecken. Schleimer. Sie wären gut ohne mich zurechtgekommen. Ja, das aber hätte ich vorher zwar nicht geglaubt, aber ich habe es einfach nicht. Dieses Feuer, das Leute dazu bringt, ihnen bis in die Hölle zu folgen. Tja, ich auch nicht. Aber ein Maschinengewehr am Hinterkopf, das hilft schon. Und schon stürmen sie voran. Hallo. Mein Vater hat mir die besten Gene besorgt, die man für Geld kaufen kann. Aber das war wohl nicht genug. Sie erwähnen immer wieder Ihre genetische Ausgestaltung. Es stört Sie sehr, nicht wahr? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf Ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Darf ich Ihren Körper oder Ihren Verstand nicht bewundern? Ihr Vater mag Ihnen das ja alles geschenkt haben, aber Sie können stolz darauf sein, was Sie daraus gemacht haben. Oh, vielen Dank. Und vielleicht bin ich der Bewunderung meines Körpers gar nicht abgeneigt. Ach, was? Wie vielte machen wir hier gerade an in dieser Folge? Ich denke, ich könnte damit leben. Es ist nur fair. Immerhin konnten Sie mich 2 Jahre lang ansehen. Und ich hatte weniger an als Sie. Shepard, warten Sie. Ich muss darüber nachdenken. Angst, Miss Lawson? Vorsichtig, Commander Shepard. Aber interessiert. Sehr interessiert. Jetzt muss ich wieder arbeiten und nachdenken. Wir reden später. Das kommt mir so merkwürdig bekannt vor, die Szene. Ich würde sagen, wir schauen uns mal einen hübschen Gäste an. Und zwar in der nächsten Folge. Ecstasy, A&E, Xen, out!